Wow, guys, look at this. Da muss irgendein Promi sein. Oh, hey, is that her? Nett, liebenswürdig. Was Besseres hätte der Monarchie nicht passieren können. Habt ihr sie gesehen? Sie jubeln ihr zu. Der Prinz ist nur noch zweitrangig. Die schockierenden Enthüllungen über die zutiefst unglückliche Ehe sind das Gesprächsthema schlechthin. Hauen Sie ab. Das hat Diana zugesetzt. Die Presse und Reporter sollten sie in Ruhe lassen. Ist das Schlimmste überstanden? Wird es jetzt einfacher? Vor allem, was die Presse angeht. Als Mitglied der königlichen Familie wird man sie bestimmt nicht mehr ständig mit den langen Linsen ins Visier nehmen. Wir pflegen keinen gesunden Umgang mit der königlichen Familie. Klasse. Sie entwickelt sich zu einem Monster. Sie ist ihnen ja oft genug angegangen. Sie ist gern unter Leuten. Sie will Aufmerksamkeit. Das geht nicht. Er hat Diana von Anfang an gedemütigt. Ein moderner Mensch geht an den Fesseln dieser Institution zugrunde. Der Monarchie könnten die vielen Schlagzeilen jetzt zum Verhängnis werden. Fragt sich, wann die Briten sagen, wir können es nicht mehr hören. Es wird Zeit, dass wir uns an die eigene Nase fassen, warum die königliche Familie diesem Land so viel bedeutet. Sie können sie nicht unter den Teppich kehren. Sie ist sehr fordernd. Ihre gehässige Art ist eine Schande. Sie ist disgraceful. Guck mal, dadurch siehst du die Leute da drüben. Siehst du die Gesichter? Da sind all diese Leute. Sieh nur. Sie sind da drin gefangen. Trapped.